Ich dachte jetzt, wir könnten üben. Ja, gleich. Wäre schön, wenn die mich mal zwischendurch healen könnten. Wie lange geht denn der Übungskampf, wenn ich mal fragen darf? Gegner hinter dir, Kratos! Hört das doch mal auf. Noch einer mehr. Anscheinend nicht. Gegner, linke Seite. Wie mache ich denn, dass es aufhört? So oder was? Ah, okay. Ja, gar keine. Bin ich ganz ehrlich? Werden wir sicherlich nochmal versuchen. Aber sehr unwahrscheinlich, dass wir die Truhe aufmachen. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass da weder ein Apfel noch ein Horn drin sein wird. Aber hier wird wahrscheinlich am Ende irgendein Endgegner warten. FNR, Finder. Warum muss es hier denn so verdammt heiß sein? Ja, weil wir jetzt schon mal erstmal wieder einen Abflug machen. Okay, denn haben wir es, glaube ich, erstmal soweit mit dem Erkunden, würde ich behaupten. Ein paar Raben fehlen noch. Was sind hier? Elfheim waren wir. Asgard geht noch nicht. Jötunheim geht noch nicht. Und Hilheim geht auch noch nicht. Dann lass uns mal zu Sindris Haus. Jetzt, da du eine Waffe gegen Heimdall hast, müssen wir nur einen Weg zu ihm finden. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ist es. Ich beschütze meinen Sohn. Tja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Ist bedeutungslos. Stimmt. Doch ich glaube, dass Vergeltung keine leere Drohung ist. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Jetzt mal nichts überstürzen. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Ja. Von Kratos will Ragnarök vermeiden, Atreus will es auslösen. Und Odin, der will, glaube ich, einfach nur überleben und Wissen anhäufen. Wieso ist der Nager nicht da? Der Boss wird alle Lindwürmer haben wollen, die du hast. Dann, naja, Leute, das wird spielen. Hallo, schön zu sehen, dass das Windspiel seine... Das habe ich gefunden. Schnauze, Eichhörnchen. Was für ein lebhafter Haufen. Wir haben offenbar eine weitere deiner emotionalen Erscheinungen getroffen. War allerdings zu nervös, um sich vorzustellen. Ah, das war wohl Sorge. Oh nein, warum redet ihr über mich? Was habe ich getan? Oh, du hättest ihr Geläster hören sollen, schamlos. Was? Oje, oje. Wir haben nicht gelästert. Schäm dich, Bitterkeit. Bist du sicher? Ja, Sorge. In diesem Gespräch gab es keine Schmähungen. Ich habe dich lediglich unseren Abenteurerfreunden hier vorgestellt. Ah, Leute! So, da wären wir. Bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Da ist er! Hey! Zeig mal den Speer! Sieh dir das an! Ich geh mal den Speer zeigen, ne? Ich pack mal eben meinen Speer aus.
Jetzt mach endlich! Oh, sieh einer an! Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Hast du einen Weg nach Asgard gefunden? Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also, ohne einen Weg nach Asgard, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich bin müde. Zu Bett gehen. Also, ist mit der Dame wirklich nichts Ungewöhnliches passiert? Gar nichts? Absolut nichts. Lief glatt wie Schneckenschleim, wie gesagt. Warum? Hattest du einen Grund zu glauben, dass irgendetwas schief geht? Was? Nein, natürlich nicht. Freut mich, dass alles gelaufen ist wie geplant. Tja, das ist es. Und es war auch ein echtes Abenteuer. Ich konnte alles zur Natur der Dinge und zur Form der Dinge erklären. Es war ein echtes Motiv. Du erfindest wieder Wörter. Ich sagte, es war ein Motiv. Und es war wunderschön. Du bist unmöglich. Ah, von allen hier bin ich der Allermöglichste. Also, er hat es ihm nicht gesagt. Hä? Zu Bett gehen? Schlafe ich jetzt auf dem Tisch oder was? Oder erstmal Happer? Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Kratos. Geht's dir gut? Hm.
Tja, dein Vater scheint gehen zu wollen. Sollen wir? Ich habe fast gedacht, er hat sich jetzt auch noch Jötunheim geträumt. Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild und es wird dir an nichts fehlen. Ganz in der Nähe traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Original. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Atreus ist unsere Zukunft. Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn.
Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Es klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch... Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Also sie weiß, dass ich hier raus muss, ins Arbeitszimmer, und knallt mir aber trotzdem die Tür vor der Nase zu. Sympathische Frau. Mädchen. Teenager. Aha, die Türen gehen also zu beiden Seiten auf. Ist das eine gute Idee, wenn ich hier reingehe? Schickes Bild. Guck mal, sie hat als einziges so ein Wappen davor, ne? Und Atreus hier die Hörner. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi... ...wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Ja. So sind Frauen. Frauen sind echt toll. Es gibt keine besseren Geschöpfe auf diesem Planeten als Frauen. Darum schnüffeln wir erstmal im Zimmer von Sif und... Sif und Thors Gemach. Thor. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Loot suchen, Hinweise... Irgendwas, um irgendwen zu töten. Das ist ein scheiß großes Bett. Oder der Junge ist einfach nur scheiß klein. Weil ich mal die im Frühjahr so auf Holzbrettern geschlafen, ne? Also auch als Betten. Das ist schon hart, gell? Also im wahrsten Sinne des Wortes ist es hart. Okay, hier kann ich nichts machen. Aber ich kann ja auch zoomen, ne? Interessant. Nee, ich wollte sagen, ich glaube, in der ursprünglichen nordischen Mythologie war Sif, glaube ich, die Frau von Odin. Aber nein, war sie nicht. War sie nicht. Habe ich mich gerade erinnerungstechnisch vertan.
So, wir können wieder nach oben gucken und uns von Heimdall dumm voll quatschen lassen. Weil da stehen wir drauf. Oh, oder auch nicht. Ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt wieder auf eine Reise geschickt. Vermutlich mit Thor. Um den letzten Teil dieser Maske zu finden. Und dafür braucht Odin uns. Die Frage ist, wenn wir es erledigt haben, braucht er uns dann immer noch. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Höchstwahrscheinlich lungert der da rum. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der behandelt Thor echt scheiße. Das ist wirklich so. Also... Da kann einem Thor ein bisschen leid tun. Ich glaube aber, das haben die wahrscheinlich so gemacht, damit man vielleicht ein paar Sympathien für den Mann entwickelt. Aber ich glaube, das war bei Baldur genauso. Nur für den hatte ich gar keine Sympathien. Der war einfach nur scheiße. Auch wenn der kein leichtes Leben hatte und eine scheiß Kindheit. Aber ich befürchte, Thor hat die auch. Weil Odin einfach kacke ist. Diese alte okay, Sacknase. Komm her. Vielleicht gewöhnst du mal einen anderen Ton an. Du alter Sack. Hallo, wo? Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod... Da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre, bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Gezöllere Wutschmaschinen. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle.
Oh, warte! Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir weint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Gut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim ist. Wir machen das Beste draus. Der Pfad hielt entfesseln. Entfesseln. So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Naja, bitte, verpiss dich. Und komm. So ein Arschloch. Bitte nicht wieder. Finden wir das Maskenteil. Darf ich vorstellen? Die nordische Unterwelt. Oh, da ist das Tor, glaube ich. Da ist das Schiff. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Warum waren wir im ersten Teil in Heel? In Heelheim? Endlich kann ich mich an der Seite des echten Walküre-Experten erproben. Zunächst einmal sind Heelläufer nichts im Vergleich zu Walküren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Moment. Ich versuch's zu verhindern. Warte mal kurz. So, so ist besser. So, Maske. Ich weiß. Wofür holen wir eigentlich die Maske raus? Es gibt doch sowieso immer nur einen Weg. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass er das machen würde, weil... Du musst ja davon ausgehen, Odin sieht ja alles. Ne? Und ich denke mal, das traut er sich nicht. Aus Gründen. Heelläufer, deine Chance! Gaure! Oh, die sind wir schon etwas stärker, möchte ich behaupten. Also ich glaube nicht, dass jetzt Thrut was... Oder Thrut? Thrut? Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb. Oder die Verwüstung in Midgard verursachte. Oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Also glaube ich nicht. Wenn, dann wird er, glaube ich... Es heißt ja von den... Wie sind die? Nicht Mäuren. Ja, wie hießen die denn?